Und wir spielen jetzt ein bitteres Ende. Sollen wir? Es klang jetzt wie, als ob Connor jetzt reingefallen ist im Wasser. Wieso erhalte ich jetzt ganz viel Geld? Neues Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. Marinegemälde. Mhm. Warum bekam ich jetzt Geld? Ach so, weil in Rekruten Tralala hier fertig ist. Karibische See. Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Church ist uns jetzt sicher um Tage voraus. So, Limit für Schaden durch Kollision 20%. Er hat uns nie enttäuscht. Aber die Messlatte hängt auch nicht besonders hoch, oder? Wir sind näher, als du glaubst, Vater. Ich habe ja schon ein bisschen die Aquila verbessert, aber nicht so sehr, dass ich jetzt sagen würde, okay, lass uns jetzt den Mist hier machen. Weil das Ruder wollte ich jetzt erst verbessern. Hätte ich das doch lieber schon eher gemacht, weil das Ruder verbessert nämlich ein bisschen die Handhabung. Und wir dürfen halt nicht so viel Schaden erleiden. Also ich muss jetzt ein halbes Segel machen, sonst laufen wir Gefahr, dass wir hier in irgendeiner Wand steuern. Oder gegen eine Wand steuern. Schiff ahoi! So, näher an Schiffe ankommen. Ei! Und sie geht vor Anker! Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Das mache ich ja. Also. Denkt er hier, dass ich stehen bleibe? Ich meine, okay, ist halt halbes Segel. Sieht aus, als wäre das Schiff verlassen. Church war schon immer ein gerissener Bastard. Dann ihnen nach! Volles Segel, gebt alles, Männer! Volles Segel, klar. Also wir sind hier vor einer Wand. Bitte einmal halbes Segel. So, also Limit für Schaden durch Kollision. 20% George Schoner verfolgen. Also wir sollen nur verfolgen und nichts kalt machen. So, jetzt wieder volle Segel voraus. Das können wir jetzt mal bringen. Limit für Abstand zum Schoner. 500 Meter. Oh, also hier werden... Wir müssen schneller werden! Ja, aber der Wind ist gerade so gegen uns. Du alter Frosch. Und ich will die optionalen Ziele auch noch schaffen. Alter, was sind das für Winde? Sag mal, wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht? So wie du segelst. Dann mach selber. Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass ihr entkommt. Ich kann nichts dafür, dass die Winde hier so blöd sind auf einmal. Das Problem ist, wenn die Winde kommen, man kann halt kein volles Segel machen. Vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Ruder übernehmen. Tja, das kommt davon, wenn hier nur gemeckert wird. Ich schaue jetzt mal kurz nach, ob wir schon... Ja, vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Ruder übernehmen. Also der geht mir langsam auf den Sack mit seinen Sprüchen hier. Es ist nicht einfach. Kann dieses Schiff denn nicht schneller? Nein, wenn solche blöden Winde hier extra wegen der Mission existieren, kann das Scheißding nicht schneller. Scheiße. Wir haben eine Kollision fast schon. Kreuzwinde. Wir werden keine zweite Chance bekommen.
So, volles Segel. Ja, wir haben es geschafft. Wir müssen den Klippen durch und die Akia ist dafür zu groß. Wir müssen außenrum. Also wir haben die zwei optionalen Ziele schon geschafft. Also er darf jetzt. Wir verlieren ihn noch. Wir dürfen jetzt mehr Schaden kriegen und er darf auch weiter als 500 Meter sein. Die Felsen zerdrücken uns sonst. Alter Scheißdreck, die Winde. Die Winde sind aber auch heftig. Feindliche Schiffe nähern sich! Scheiße. Waffen bereit machen! Wir werden das Feuer erwidern! Warum ist die Kamera so komisch hier? Versenkt ihn, bevor er flüchtet! Schickt den Bastard auf den Meeresgrund! Nein, das Schiff darf nicht sinken! Die Ladung ist äußerst wichtig! Schnapp ihn, Connor! Nur mit Kettengeschosse. Ach so, okay. Also ich habe zwar gehört, dass ich das nicht versenken soll, aber ich frage mich, was Kettengeschosse sind. Ach, R1 halten. Kettengeschoss. Okay. Und jetzt? Moment. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Ja, ich muss doch drehen. Oh, scheiße. Tja. Einmal Kettengeschosse für den Arsch. Er ist so gut wie weg. Jetzt haben wir es geschafft. Also wir mussten tatsächlich jetzt Kettengeschosse auswählen statt Kanonenkugeln. Das wusste ich auch noch nicht, dass sowas geht. So, und jetzt gehen wir mal vor. Ich weiß nicht, wie man jetzt hier kentert oder ja, entert. Aber man muss einfach nur in der Nähe. Was tust du denn? Ich beende es. Die Schiffe! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Die Offiziere an das Bord des Schiffs eliminieren Mindestlänge einer Attentatserie. Wow. Das ist ja mal völlig krank wieder. Wie kann ich hier eine Mindestlänge einer Attentatserie machen, wenn die hier alle mit einem Schlag sterben? Versteht das einer? Waren das jetzt drei? Nein. Ja, jetzt. Jetzt haben wir die Mindestlänge. Das heißt, wir können jetzt beruhigt dort hinter gehen. Also einfach irgendwie kloppen. Oh, scheiße. Er möchte schießen. Schießen ist nicht gut. So, und tschüssi. Damit durften wir alle optionalen Ziele auch gleich erhalten haben. Moin.
Ich mach das. Es ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Ja, wollen wir das jetzt wissen? Aber Connor läuft jetzt gerade sehr langsam. All deinen kleinen Tricks und Fallen zu entgehen. Clever! Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Der kriegt gerade eine Schönheits-OP gratis. Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Was zur Hölle? Achso, ja, wir sollen ihn umbringen. Das war ein kurzer Quicktime-Event. Ich frage nochmal, wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zamanios Ginaa, Tiahne de Gantu Tidogaske. Das war richtig. Der Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Ja, ein bitteres Ende. Das war die Mission und wir haben komplett die optionalen Ziele erreicht. Ja, damit hätten wir auch die Sequenz 9 beendet. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Suri? Welche Rolle spielen wir dabei? Dann mein Vater. Ich muss ihn suchen müssen. Und es bleibt mir so wenig Zeit. Willkommen zurück. Wie war es auf Martinique?
Achilles, ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Haytham mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann.